auffüllen, einmal Scheiß verkaufen, gibt's hier irgendwas Spannendes. Diese Uhr ist für große Höhen geeignet, bis in große Tiefen wasserdicht und trägt ein Preisschild, das nach anspruchsvollen und wohlhabenden Käufern verlangt. Oh, schwarze Liste der Regierung. Eine geheime Liste mit Regierungsagenten weltweit. Sieht offiziell aus und ziemlich fehl am Platz in diesem Land, wodurch sie nur noch authentischer wirkt. Hier ist eine brillante Idee. In Plastik verpackte Männerunterhemden mit dem Label einer großen Sportartikelfirma. Hergestellt von bezaubernden Kinderarbeitern. Ich mag diesen Humor. Heroindosis, hergestellt von bezaubernden Kinderarbeitern. Ja, wir verkaufen den ganzen Kleideradatsch mal. Weg damit. Da geht's raus. So. Ursprünglich wollten wir mal dahin. Hier zufällig ein Gyrokopter. Nee, aber ein Auto. At least. Adler! Adler! Warum soll ich aufpassen? Ihr habt doch mitten auf der Straße geparkt. Assis. Ja. Ist das eine gute Idee, was ich hier vorhabe? Kleinen Mistkröten, ne? Wo ist mein Auto jetzt eigentlich hin? Ich nehme den Buggy. Der überzeugt mich gerade mehr. Rothunde ist unglaublich. Da vorne ist noch irgendein Ort, an dem wir noch nicht waren, aber egal, da sind wir jetzt schon dran vorbei. Ich hatte kurz überlegt, hier scharf abzubiegen und dann stand da auf einmal ein Elefant. Warum ist denn jetzt eigentlich... Oh, in der Tat. Aber da will ich gar nicht hin. Wobei, ich könnte dieses... Wir machen das anders. Wir nehmen erstmal den Gyrokopter mit. Das ist die viel bessere Idee. Der spart uns nämlich viel Arbeit. Also, naja, nicht viel Arbeit, aber viel Laufstrecke oder Fahrtweg. Falls wir hier jemals irgendwo hochkommen. Lecker. Ist hier nicht irgendwo so ein Haken, wo ich mich ranhaken kann? Manu. Okay, dann ist natürlich immer noch die Frage. Okay, so dann wahrscheinlich. Okay, solange du was anderes angreifst, ist mir das egal.
Wer blökt mich hier an? So, sollten wir hier tatsächlich... Es gibt vielleicht zwei Tagebücher? Moment, und die sind wahrscheinlich beide in irgendeiner Höhle. Naja. War in der Kiste jetzt gerade nichts drin? Ah doch, jetzt. Wo zur Hölle bin ich hier eigentlich? Oh, ich hätte da auch unten reingehen können. Okay. Ich verstehe. Ernsthaft. Wie viele Sniper-Schüsse hält so ein Bär eigentlich aus? Okay. Vier schon mal mindestens. Alter, jetzt lauf nicht so weit weg, du Assi. Du befindest dich in der Nähe von Varshakot. Das ist der Plurf vor. Es ist gut geschützt. Sei vorsichtig. Kann der scheiß Bär jetzt endlich mal sterben? Sag mal. Gott. Steht auf einmal ein Elefant. Meine Fresse. Yep. Geht doch. Gut, dass das nicht übertrieben lange gedauert hat. Und er nicht durch halb Kyra geeiert ist, bevor er dann endlich mal umgekippt ist. Fazit, Sniper einfach keine gute Idee. Dauert einfach viel zu lange. So. Dann nehmen wir jetzt dieses Auto, nehmen dieses Poster mit und fahren dann dahin. Klingt das gut? Ich finde ja. AJ, meine Späher sagen, du bist... Oh, ja, ich weiß es doch. Das ist der Plurf vor. Es ist gut geschützt. Sei vorsichtig. Mimi. Ich will ja auch gar nicht da rein. Ich will ja nur dran vorbei. Kann ich bitte meine Map wieder haben? Okay. Einmal Plakat zum Mitnehmen. Ist da eine Maske im See oder wo ist die? Ah, mitten im See. Sterbe ich dabei? Vermutlich. Ist es mir das wert? Vermutlich. Den Scheiß. Kacke, ist das hier tief. Ich muss zusehen, dass ich hier nicht irgendwie ertrinke.
Ach ja? Toll, den kann ich auch nicht angreifen aus dem Wasser raus. Ist er weg? Nein, ist er nicht. Ah, fuck, fuck, fuck. Das wird doch ganz bestimmt was, wenn ich das so mache. Okay, 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 Luft holen, ich verstehe schon. So, da war das Geriffel und dann ist da doch bestimmt noch irgendwo die Maske. Jawohl! Ach ja. Oh Mann. Dass das nicht total unnütz war, aber hey, wenigstens haben wir eine weitere Maske. Fehlen ja nur noch. Wie viele doch gleich? Ich dachte, ich könnte mir das. Kann ich mir das hier irgendwo angucken? Oh, okay, hier bei Karma Level 6 kriege ich offenbar irgendwas Tolles. Krass, wir haben schon ein Drittel der Kampagnenmission. Okay. Eine offene Welt haben wir noch nicht ganz so viel gemacht. Wir könnten natürlich auch gleich erstmal Fähigkeitenpunkte ausgeben. Ich wollte zwar eigentlich spezielle Sachen oder spezielle Skills erst freischalten, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt 7 Skillpunkte rumliegen habe, gebe ich die lieber erstmal aus, bis ich den Kram, den ich haben will, freigeschaltet habe, habe ich wahrscheinlich eh schon wieder neue Fertigkeitenpunkte. Von daher... So, nun erstmal raus aus der Pumpe hier. Dann haben wir das Poster mitgenommen und dann nehmen wir jetzt diesen Gyrocopter und dann fliegen wir damit zu Longinus. Das halte ich für einen super Plan. Ich höre schon wieder Tiere, die ich hier nicht hören möchte. Irgendwie drumherum. Dahin, wo ich hin möchte? Ja, sehr schön. Fähigkeiten. Das kann ich jetzt endlich. Sehr schön. Mehr Heilung ist spitze und Heilspritzen heilen einfach mal 6 Gesundheitsfelder. Das finde ich auch super. Und zack, schon haben wir keine Skillpunkte mehr. Aber finde ich beides sehr super. Jetzt müsste ich nur irgendwann... wo kriege ich denn hier neue Heilfelder her? Schlüssel nach Norden, okay. Und Mission Vergeltung, okay. Wow, das war die falsche Taste. Schön, dass ich auf dem Ding einfach mal automatisch den Granatwerfer zücke. Das macht richtig viel Sinn. Oh, keine Fahrhilfe, schade. Was zum Geier? Sieht schon ein bisschen widerlich aus. Ich will gar nicht wissen, was der da oder mit wem der da in dem Zelt ist. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte lieber wieder gehen, oder? Also... was soll's.
AJ, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels, ja, meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Zahn. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, AJ! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Preise Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung, paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt, doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Ich wollte schon immer meinen eigenen Tracker. Amen. Nun geh! Geh! Könnte man eigentlich behaupten, dass der Typ ein Gotteskrieger ist? Mal so ganz drastisch gesprochen. Ich glaube, es ist friedlich, oder? Oh Gott, jetzt reisen wir. Oh Gott. Okay. Leute. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin, an was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helios selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und schleich dich rein, Leute. Ich glaube, es schneit.